Ich rufe auf, Kolleginnen und Kollegen, Tagesordnungspunkt 13, Bericht des Landesschuldenausschusses gemäß § 8 Absatz 3 des Gesetzes über die Aufnahme und Verwaltung von Schulden des Landes Hessen vom 27. Juni 2012. Hier 65. Bericht über die Prüfung der Schulden im Haushaltsjahr 2015, Drucksache 5816 aus 19. Berichterstatter ist Herr Abg. Kaufmann. Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Landesschuldenausschuss hat in seiner 62. Sitzung am 21. Dezember 2017 die Verwaltung der Schulden des Landes und die Führung des Landesschuldbuchs im Haushaltsjahr 2015 geprüft. Der Landesschuldenausschuss berichtet über dieses Ergebnis dem Landtag nach § 8 Absatz 3 des Gesetzes über die Aufnahme und Verwaltung von Schulden des Landes Hessen vom 27. Juni 2012 und beantragt, der Landtag möge von diesem Bericht Kenntnis nehmen. Der Bericht als solcher liegt Ihnen unter Drucksache Nummer 5816 vor, sodass ich denke, ich muss nicht alles vorlesen. Er ist zu Ihrer Lektüre empfohlen. Wollen Sie es hören? Lesen Sie es nach. Danke schön. Vielen Dank. Es wurde vereinbart, dass dazu keine Aussprache erfolgen soll. Dann stelle ich fest, dass der Bericht des Landesschuldenausschusses vom Landtag zur Kenntnis genommen wurde.